Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist Neuigkeitenzeit, denn aktuell war gerade die SIMA, die ist jetzt, glaube ich, gestern zu Ende gegangen. Das ist eine Messe, eine Automobil- und Automobilzubehörfachmesse, die in Las Vegas jedes Jahr stattfindet. Und traditionellerweise, beziehungsweise das hat sich, glaube ich, so über die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre vor allem entwickelt, sind dort auch sehr viele Autopflegemittelhersteller präsent und präsentieren dort vor allem auch immer wieder ihre Neuigkeiten. Und deswegen ist die Zeit, während der die SIMA stattfindet, immer auch für uns generell eine spannende Zeit, weil halt viele Neuigkeiten vorgestellt werden, die dann in Kürze, beziehungsweise rechnet man eher damit, dass das dann Anfang nächsten Jahres sein wird, zu auch bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein werden. Was ich mir gedacht habe und was ich jetzt für euch gemacht habe, ist, ich habe die letzten Tage versucht, alle Neuigkeiten, alle Produktneuvorstellungen ein bisschen zu sammeln und werde die jetzt euch in diesem Video kurz vorstellen und präsentieren. Ich habe mich dabei vor allem auf diejenigen Marken und Produkte fokussiert, die jetzt für uns relevant sind, weil die traditionellerweise auch zu uns kommen. Dort in der SEMA oder an der SIMA sind immer auch viele amerikanische, kanadische, viel seltener auch mal asiatische Marken, die es bei uns in unserem Breitengraden gar nicht gibt, leider, die es eher in Amerika und Kanada dann gibt. Ich gehe ganz kurz auch auf die ein, wenn ich finde oder fand, da gibt es ein paar coole Neuigkeiten, aber wir werden uns vor allem halt auch auf die Marken fokussieren, die es jetzt dann bei uns bald geben wird. Generell zu SIMA möchte ich Folgendes vorwegschicken. Ich glaube fast oder ich fürchte, das wird eine ähnliche Entwicklung einschlagen wie der Automobilsalon Genf. Auch der hat vor Corona schon damit angefangen, Probleme zu haben, dass einzelne Marken und vor allem große, bedeutende Automarken plötzlich nicht mehr im Automobilsalon Genf da waren. Das war man muss es schon sagen, das war für die Automobilbranche ein riesengroßer Schlag, weil der Automobilsalon Genf war traditionellerweise und über Jahrzehnte hinweg die Messe, zu der alle Hersteller, alle auf der ganzen Welt hingegangen sind und an der alle ihre Neuigkeiten präsentiert haben. Und ich glaube, es waren unter anderem eben und vor allem auch Ford, da bin ich mir aber nicht sicher, wo ich es aber ganz sicher weiß, ist Lamborghini, die eines Jahres plötzlich nicht mehr da waren, die halt die Zeichen der Zeit erkannt haben. Jetzt muss man wissen, ein Messeauftritt, das ist jetzt egal, ob wir von Autopflegemitteln, von Automobilherstellern, von Campingausrüstung oder von irgendwas sprechen. Messen sind ein teures Geschäft, weil man zahlt dem Messeveranstalter sehr viel Geld dafür, dass man überhaupt erst vor Ort sein kann, also die Fläche. Dann zahlt man dem Messeveranstalter noch, wenn man Sachen wie Wasser, Strom, Licht oder sonst was braucht. Das kostet doch mal extra. Dann braucht man ja einen Stand. Und da gibt es sogenannte Messebauer, die entwickeln, entwerfen und bauen so einen Stand. Die in der Regel lagern die diesen Stand auch für eine entsprechende Marke und bringen sie dann hin, bauen das auf und so weiter. Und auch das kostet ein Heidengeld. Wenn wir von einem großen Automobilhersteller sprechen, dann kostet den ein Auftritt am Automobilsalon Genf mehrere Millionen für realistischerweise ein paar wenige Tage an Aufmerksamkeit. Weil man ist an der Messe, man hat das Messepublikum, das dort ist, man hat die Presse da und vielleicht entstehen daraus dann Artikel oder Videos. Aber das war's. Und wenn man jetzt eben überlegt, in welchen Zeiten wir leben und was man mit ein paar Millionen im Social-Media-Bereich erreichen könnte, mit Videos, mit coolen Webseiten, mit Kundenevents oder sonst was, dann muss man sagen, da kriegt man wesentlich mehr für sein Geld. Und das ist der Grund, warum es Messen generell immer schwieriger haben, noch Marken dazu hinzubekommen, dass sie diese Messen besuchen. Und dann kam Corona noch dazu. Und dann war halt schlagartig, gerade der Automobilsalon Genf war tot. Der war weg. Die SIMA gab es jetzt wieder dieses Jahr. Es waren auch dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Marken da. Aber ich zähle euch jetzt mal die Marken auf, die an der SIMA nicht da waren. Turtle Wax, Chemical Guys, Adams meines Wissens, CarPro und Geon. Und das sind halt Weltmarken. Das sind wirklich, wirklich große Marken, die teilweise in den letzten Jahren und vor Corona dort an der SIMA waren. Und da muss man halt wirklich sagen, ich fürchte, auch die SIMA wird leider ein ähnliches Schicksal ereilen. Was
auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite auch verständlich ist, wenn man eben bedenkt, was so ein Hersteller, so eine Sima kostet. Wenn man kein amerikanischer Hersteller ist, sondern eine Marke wie Sonax, die jetzt dieses Jahr bei der Sima da war, dann kostet das ja noch mehr Geld, weil man muss ja auch Mitarbeiter aus Deutschland dahin fliegen, Hotel und so weiter. Also wie gesagt, kostet ein Heidengeld der Spaß und deswegen wollte ich das einfach mal noch vorweg schicken, damit ihr auch so ein bisschen die Hintergründe versteht von solchen Messen und solchen Veranstaltungen. Stichwort Sonax. Sonax war da an der Sima meines Wissens auch zum ersten Mal oder seit Jahren wieder zum ersten Mal. Also Sonax hat sich das Ganze mal angeschaut und Sonax hatte auch effektiv neue Produkte vor Ort, die sie vorgestellt haben. Jetzt muss man Folgendes vorweg schicken. Ich weiß noch nicht, ob diese neuen Produkte nur für den amerikanischen Markt sind oder waren oder ob diese neuen Produkte auch bei uns erhältlich sein werden. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das Video hier mache, weil ich wollte das sehr aktuell und kurz im Anschluss an die Sima machen, noch nicht. Wenn wir das wissen und sobald wir das wissen, werden wir euch diese Informationen nachreichen. Also wenn Sonax hier Neuigkeiten präsentiert, dann werden wir euch darüber informieren. Es sind schon nämlich Sachen, die für uns interessant ja nicht sein könnten. Die sind für uns definitiv interessant. Und zwar einmal eine PPF-Serie, also eine Produktserie, die für Lackschutzfolien gemacht ist. Und damit gehe ich mal davon aus, diese Information habe ich noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, auch für folierte Fahrzeuge. Und zwar einmal einen Folienreiniger, einmal eine Folienpolitur und einmal eine Folienversiegelung. Jetzt muss man sagen, Sonax hatte schon mal Folienreiniger, Folienpolitur, weiß ich nicht, aber Folienversiegelung, das hatten sie schon mal. Und ich war ein Riesenfan von diesen Produkten. Die haben absolut fantastisch funktioniert, muss man wirklich sagen. Und deswegen habe ich da jetzt große Hoffnung, dass das für die Besitzer von Fahrzeugen mit Lackschutzfolie oder Designfolie wirklich, wirklich geile Sachen werden könnten. Da hoffe ich wirklich, dass es die auch in unseren Breitengraden geben wird. Zur PPF-Politur muss man sagen, angeblich sogar sicher für matte Folien. Und das ist mal eine echte, wenn das stimmt, das ist eine echte Innovation, das finde ich richtig, richtig cool. Ebenfalls am Stand von Sonax habe ich einen Wheel and Tire Cleaner gesehen. Also ich nehme mal an, das ist ein alkalischer Felgenreiniger ohne Wirkindikator, der Felgenreiniger und Reifenreiniger in einem ist. Und fast vergessen, eine PPF-Keramik auch noch. Also das volle Schutzprogramm für Lackschutzfolien und Designfolien. Ich hoffe mal wirklich, dass die kommen, aber auf die freue ich mich. Auch noch vorgestellt wurde eine Keramikversiegelung für Kunststoffe. Und ich habe eine neue Packung, eine andere Verpackung von der CC One gesehen. Deswegen weiß ich da nicht, ob das jetzt einfach eine angepasste Variante für die USA war, weil die One gab es bisher in den USA noch nicht, oder ob das generell ein Update der CC One werden wird. Das werden wir sehen. Wie gesagt, bei Sonax reichen wir euch die Informationen nach, sobald wir sie haben. Da sind aber ein paar sehr, sehr spannende Produkte dabei. Definitiv. Das war Sonax. Dann Labo Cosmetica war ebenfalls vor Ort. Die haben ein paar Produkte, das wurde schon ein bisschen vor der Sima teilweise präsentiert, teilweise geleakt, teilweise angeteasert. Man wusste ungefähr, was kommt, aber ich habe jetzt hier hoffentlich die vollständige Liste von den Produkten. Einmal wurde der Primus, der Vorreiniger, überarbeitet. Der heißt jetzt Primus 2.0. Da wurde vor allem die Konzentration meines Wissens überarbeitet. Man braucht jetzt weniger Produkt und die Gleitwirkung verbessert, damit man den auch als Shampoo verwenden kann. Ist ein alkalischer Vorreiniger. Und auch das Purifica, das saure Dekontaminationsshampoo, wurde angepasst. Das heißt aber nicht 2.0, das heißt einfach nach wie vor Purifica. Und auch da, glaube ich, wurde die Konzentration nach oben geschraubt. Das sind für mich die zwei spannendsten Produkte. Wobei man auch sagen muss, Labo Cosmetica hatte bisher im Sortiment keinen Glasreiniger. Jetzt bringen sie einen und sagen, sie haben 7 Jahre dran geforscht. Jetzt kann man sich sagen, um Himmels Willen, warum forscht ihr 7 Jahre an einem Glasreiniger? Labo Cosmetica verspricht da einige spannende Sachen. Ich glaube, auf die gehen wir dann ein, wenn wir uns das Produkt anschauen, weil das werde ich definitiv machen. Auch neu, weil bisher hatte Labo Cosmetica die Hydra. Die steht sogar gerade zufällig da drüben. Hydra war ein, da steht drauf, Hyperdressing Sealant. Für Kunststoffe, man konnte es aber auch für Reifen verwenden. Jetzt bringen sie eine dedizierte Reifenpflege heraus.
Das heißt, da haben wir jetzt ein dediziertes Produkt zukünftig für die Reifen. Ebenfalls eine Waterless oder Rinseless Wash Lösung. Und dann auch noch, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben, genau, Bürsten für die Innenraumreinigung, vor allem für die Textilreinigung. Die sehen recht hochwertig aus. Bin ich mal gespannt, wie die dann sind. Und es gab bei den Keramikversiegelungen ein Update. Ich glaube, das schauen wir uns auch dann in Zukunft noch genauer an, was das bedeutet. Das waren die Sachen, die Labo Cosmetica vorgestellt hat. Den mal wieder zur Seite. Dann für viele von uns auch immer spannend, Meguiar's. Wobei, nee, das sage ich euch nachher. Also, Meguiar's hat ein paar neue Sachen vorgestellt. Einmal den Ultimate Glass Cleaner, ein Glasreiniger mit Versiegelung. Einmal die Professional Pro Speed Polish M200. Da muss man jetzt sagen, noch eine Politur. Meguiar's hat ein unfassbar großes und ehrlicherweise auch unübersichtliches Politurensortiment. Und das ist jetzt einfach eine weitere Politur, die ich, damit ihr es einordnen könnt, das geht in Richtung von einer Sonax Perfect Finish oder einer Rupes DA Fine. Also eine Finish-Politur, die aber mit den entsprechenden Pads und Techniken kombiniert den ganzen mittleren Politurbereich auch abdeckt. So, glaube ich, muss man das sehen. Die auch weniger stauben soll, weil Staubentwicklung ist bei Meguiar's traditionellerweise ein bisschen ein Problem. Dann ein, das ist ein wichtiges Produkt für Meguiar's, obwohl es unscheinbar klingt. Ein All-Surface Interior Cleaner, ein Innenraumreiniger. Jetzt muss man dazu wissen, bisher gab es für den Innenraum wenige reine, dedizierte Reiniger bei Meguiar's, sondern vor allem Detailer, die aber auf Kunststoffoberflächen dann auch relativ einen starken Glanz, teilweise einen speckigen Glanz hinterlassen haben. Und da haben sie jetzt einen All-Surface Interior Cleaner, das heißt einen reinen Reiniger, der die Oberfläche einfach nur so belässt, wie sie original auch ist. Deswegen glaube ich, für Meguiar's, die jetzt langsam hoffentlich erkannt haben, dass die Entwicklung halt eher in Richtung von einem matten, natürlichen Finish geht, ein wichtiges Produkt. Dann noch eine Keramikversiegelung. Sie nennen es jetzt Beyond Ceramic Paint Coating M888. Da muss man jetzt sagen, das Problem bei Meguiar's ist, sie hatten vor Jahren, wirklich Jahre zurück bereits, eine Keramikversiegelung angekündigt. Ich glaube, die hieß damals 7888. Die ist aber nie herausgekommen. Und dann gab es mal kurze Zeit das Meguiar's Hybrid Paint Coating, das ich euch in einem Video vorgestellt hatte. Verlinke ich euch hier oben, was ich eine herausragende Einsteigerkeramik fand. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Aber auch die, in manchen Läden hat man es bekommen, aber so wirklich gelauncht, in den Markt eingeführt wurde es nie. Und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass Meguiar's da jetzt endlich die Keramikversiegelung, die sie immer wieder ankündigen, auch mal rausbringen, weil sonst wird es langsam ein bisschen anstrengend. Dann, das finde ich am spannendsten, Meguiar's bringt das Hybrid Ceramic Wash and Wax wieder oder nochmal oder überarbeitet. Ihr erinnert euch, das war oder ist diese große orange Flasche, wo das Shampoo und die Versiegelungskomponente separat voneinander drin sind und man musste es irgendwie mischen. Und dieses Mischen hat nie wirklich funktioniert, weil sich die Versiegelungskomponente nicht richtig mit dem Wasser vermischt hat. Und je nachdem, wie man das dann verwendet hat, weil man konnte es falsch verwenden, hat das nicht wirklich funktioniert. Und jetzt kommt das Meguiar's Hybrid Ceramic Wash and Wax als neues Produkt in einer durchsichtigen Flasche, gelbe Flüssigkeit, wo das schon alles vermengt ist. Also man muss nicht mehr separat zusammenmischen. Ganz ehrlich, das war überfällig, weil das alte war aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion. Klingt hart, ist aber so. Und deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt als Versiegelungsshampoo besser funktioniert. Und dann, da bin ich gar kein Fan davon, bringen sie jetzt das Ultimate Ceramic Coating. Das klingt jetzt wie eine Keramikversiegelung, ist aber, kommt in einer Sprühflasche daher, einer kleinen. Und ich bin halt absolut kein Fan davon, wenn Automobilpflegemittelhersteller uns eine Sprühversiegelung, das ist am Ende eine Sprühversiegelung, in die Hand geben und die Ceramic Coating nennen. Ich persönlich finde das irreführend. Ich finde es eine Kundenverarsche. Deswegen, ich hoffe mal, dass das Produkt gut funktionieren wird. Ich gehe mal davon aus, weil Meguiar's gibt uns in der Regel gut funktionierende, verlässliche Produkte. Aber ich bin da kein Fan vom Namen. Das sind die Sachen, die Meguiar's präsentiert hat. Jetzt Gion. Gion war, wie gesagt, nicht vor Ort. Gion hat aber die SEMA genutzt, um Neuigkeiten zu präsentieren. Bei Gion, ein paar Sachen sind spannend, aber eine Sache muss ich sagen, die ist,
Gion hat ein Riesentheater drum gemacht. Also wirklich ein Riesentheater. Die haben was angekündigt und so getan, als wäre das eine absolute Weltneuheit. Und es ist einfach ein überarbeitetes Flaschendesign. Ganz ehrlich, das finde ich lächerlich. Das sind einfach nur überarbeitete Flaschen. Im Detail muss man sagen, ein paar Dinge bei diesen Flaschen, wenn man sich einliest, sind spannend. Dass jetzt da zum Beispiel eine Kindersicherung drin ist, das ist der spannendste Punkt gerade für Händler. Die Sprühköpfe sind vormontiert. Das heißt, man kriegt nicht mehr eine Flasche mit dem Deckel, muss den abmachen und den Sprühkopf reintun. Die Flaschen kommen mit den Sprühköpfen schon montiert. Das ist, glaube ich, gerade für Händler spannend, diese Information. Der Boden wurde verstärkt und der Bereich, wo die Labels drauf sind, wurde vergrößert. Was bleibt, ist dieses diamantenartige Design und die Farben beispielsweise bleiben, glaube ich, auch. Der Punkt, dass jetzt eine Kindersicherung dabei ist, das sollte eigentlich doch selbstverständlich sein. Und der Punkt, dass jetzt der Bereich vergrößert wurde, wo die Labels drauf sind, ich vermute mal, das ist jetzt wirklich eine reine Vermutung von mir, dass Gion jetzt langsam an die Grenzen von dem gekommen ist, was sie legal in manchen Ländern machen dürfen. Weil auf den Labels war zum Beispiel nie eine Produktbeschreibung und eine Anleitung und Sicherheitshinweise in den jeweiligen Landessprachen drauf, sondern immer nur Englisch. Ich glaube eben in manchen Ländern, Deutschland ist da eins von diesen Ländern, ist das in Zukunft, oder es war schon nie zulässig und man hat es irgendwie umgangen oder auch nicht. Und jetzt ist man an die Grenze gekommen, wo wahrscheinlich irgendeine Behörde gesagt hat, Jungs, jetzt ist Schluss und deswegen musste man da jetzt reagieren. Das ist meine Vermutung. Also, neue Flaschen zukünftig bei Gion. Dann viel Zubehör. Einmal zum Beispiel Wheel Covers, Fußmattenkartons, also so Blätter, die man auf die Fußmatten legen kann, damit die nicht schmutzig werden, wenn man das Auto im Innenraum reinigt. Das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, für die professionellen Aufbereiter, die Gion zertifiziert sind, spannender als für alle anderen. Ein Sitzcover, also auch um den Sitz abzudecken im Innenraum. Es gibt neue Applikatoren. Es gibt Duftbäume, es gibt Klebebänder. Auch das ist keine Weltneuheit, glaube ich. Und das sind die Zubehördinge. Dann, von den Produkten her gibt es ein paar neue. Einmal die Grease Tabs. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe nur den Namen gesehen, wo ich nicht weiß, ob das jetzt Tabs, also Dinge sind, die man sich im Wasser auflöst für die Vorreinigung oder vielleicht für die Padreinigung. Das werden wir dann sehen. Dann habe ich auch gesehen einen Total Remover. Das heißt, das wird ein soll ein Versiegelungsentferner sein, also um Wachse und Primärversiegelungen vor dem Polieren, während dem Waschen oder nach dem Waschen zu entfernen, damit man es auf die Keramikversiegelung vorbereiten kann. Dann ein Eco Wash, auch hier wieder ein Rinseless Waterless Konzentrat. Das ist generell so ein bisschen ein Trend, dass da immer mehr Marken mit so einem Produkt rauskommen. Dann einen TFR, also einen Traffic Film Remover, einen starken Vorreiniger. Dann eine Glaspolitur, hatte Gion nämlich bisher noch nicht. Und einen Defrost, also einen Enteiser. Und dann noch zusätzlich, das ist jetzt wiederum spannend, einen Leather Cleaner Natural. Der soll für Semi-Anilina und Nappa-Leder gemacht sein. Ich gehe mal auch davon aus, der wird ein bisschen milder und sanfter sein, weil die regulären Lederreiniger von Gion, auch der bisher als mild bezeichnet wurde, die sind stark alkalisch und das ist nicht ganz ideal, wenn man sich mit der Lederreinigung auseinandersetzt. Und dann gerade heute, zum Tag, an dem ich dieses Video gemacht wurde, hat Gion noch eine ganz neue Produktlinie vorgestellt, die ehrlich gesagt ein bisschen spannend ist. Das ist die Purify-Produktlinie. Da ist eine Keramikversiegelung dabei, da ist ein Pflegeprodukt für die Keramikversiegelung dabei. Das ist eine ganze Produktlinie, die angeblich vor Bakterienbefall und auch vor Pilzen schützen soll. Ich gehe mal davon aus, das ist für den Innenraum gedacht, wobei da schon wieder spannend wird, wie sieht es denn mit Leder aus? Weil für Leder hat Gion ja bereits eine Keramikversiegelung, von der wir euch gezeigt haben, dass die vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Und da hoffe ich jetzt mal nicht, dass Gion hingeht und sagt, man kann die neue Purify auf Leder verwenden, weil man das Leder vor Bakterien und vor Pilzen schützen möchte. Deswegen, das wird definitiv eine spannende Produktlinie, die wir uns in Zukunft vielleicht mal anschauen können. So viel zu Gion. Dann zu CarPro. Auch CarPro war nicht vor Ort. Die haben online ihre Neuigkeiten präsentiert.
Auch hier wieder einiges an Zubehör. Felgenbürsten, und zwar dünne Felgenbürsten, ähnlich wie die von Chemical Works. Sie haben ihr Knetensortiment überarbeitet. Bisher gab es eine Packung, da waren drei verschiedene Kneten drin. Eine ganz feine, eine feine und eine mittlere meines Wissens. Neu gibt es jetzt zwei verschiedene, eine milde und eine starke. In Packungen, wo jeweils drei Kneten separat in Plastikhüllen drin sind. Das heißt, das wird wahrscheinlich das bisherige ersetzen. Und dann ein neues Glaspolierpad. Ich habe dort extra bei CarPro auf Facebook nachgefragt. Das ersetzt das bisherige weiße Pad nicht. Das neue ist nämlich grau. Und das soll ein zusätzliches sein, das extra stark ist. Also das heißt, das könnte spannend sein, weil Kratzer aus Glas zu polieren ist fast unmöglich. Und wenn da jetzt CarPro uns ein Pad an die Hand gibt, was das könnte oder hoffentlich kann, dann könnte das durchaus spannend sein. Dann hat CarPro auch ein Lederset herausgebracht, also einen Reiniger und eine Pflege. Weil bisher hatte CarPro nur den Inside, wo sie gesagt haben, den kann man auch für Leder verwenden. Sie hatten Pearl, die Kunststoff- und Reifenpflege, die man angeblich auch für Leder verwenden kann, und die Lederkeramikversiegelung. Aber sie hatten keine traditionelle Lederpflege. Das holen sie jetzt nach und schließen da eine kleine Sortimentslücke. Dann hat, CarPro ist jetzt, glaube ich, schon seit ein oder zwei Jahren in dem Bereich aktiv, dass sie auch PPF-Folien, also Lackschutzfolien anbieten, die professionelle Aufbereiter oder Folierer verarbeiten können. Da gab es jetzt wieder Neuerungen und zusätzliche Folien. Und letztes Jahr kam CarPro mit dem D-Quartz, also D-Quartz. Bisher gab es ja das C-Quartz, also die Keramikserie. Und jetzt kam CarPro letztes Jahr mit dem D-Quartz. Da soll irgendeine Art von Diamantstaub drin sein. Das gab es aber bisher nur als Variante für die professionellen Aufbereiter. Und jetzt hat man das D-Quartz Go nachgeschoben. Das ist die Variante für alle, die sich jeder kaufen kann. Und sie haben die D-Quartz G-Force nachgeschoben. Das ist eine Glas-Diamantstaub-Keramikversiegelung. Ich glaube, so muss man es nennen. Bereits vor der SEMA veröffentlicht wurde ein zusätzliches Trockentuch, das ebenfalls Dihydrate, aber Bold heißt. Ich glaube, das ist einfach ein dickeres mit. Ich bin nicht sicher, ob es eine Plüschfaser oder eine Twisted Pile Faser ist. Dann eine Lederbürste und ein Scrub Pad, beides in einer besonderen Diamantform, was laut CarPro dazu führt, dass man besonders gut in Ecken reinkommt, gerade mit der Innenraumreinigung. Dann gab es ein Update von den kleinen Polierpads. Dort kriegt man jetzt mehr Polierpads und man kriegt welche in 30 und in 50 mm in diesem Vorteilspack. Man kann die leider, glaube ich, nach wie vor nicht einzeln kaufen. Und dann gab es noch ein Update vom CarPro C-Quartz Lite. Das ist immer noch das gleiche Produkt, aber statt dass es wie bisher in einer Plastikflasche mit 150 ml daherkommt, kommt es jetzt in einer Glasflasche wie die anderen Keramikversiegelungen von CarPro. Es sind nur noch 100 ml drin, dafür soll es angeblich ein bisschen günstiger werden. Also da auch bei CarPro ein paar Neuigkeiten. Dann, Sebastian hat euch dazu bereits ein eigenes Video gemacht, eine der größten, auch überraschendsten Ankündigungen im Rahmen der SEMA war, dass Colorlock und Kochchemie sich zusammengetan haben, beziehungsweise die Kochchemie GmbH hat die Lederzentrum GmbH, so heißt sie, glaube ich, richtig, gekauft. Und die zwei Unternehmen werden zukünftig dann integriert, zusammengeführt oder werden parallel weiterlaufen. Das weiß man alles bisher noch nicht. Ich gehe auch gar nicht auf die Hintergründe ein, weil die Hintergründe wissen wir alle schlichtweg nicht. Deswegen ist das alles, was da bisher publiziert oder gemutmaßt wurde. Es sind Vermutungen, Mutmaßungen. Deswegen bin ich persönlich mal gespannt, was das für die Zukunft von Colorlock heißt, ob das da eine Zukunft vollständig in Kochchemie übergeführt wird oder ob das komplett separat weiterläuft, einfach unter neuer Schirmherrschaft, oder ob es zukünftig Colorlock presented by Kochchemie zum Beispiel gibt. Das werden wir alle sehen. Das wird sich erst mit der Zeit entwickeln müssen. Aber die Neuigkeit war natürlich spannend, dass das Lederzentrum und Colorlock jetzt mit Kochchemie unter eine Decke steckt. Ich glaube, so kann man es sagen. Kochchemie selber hatte jetzt bis auf ein Produkt, glaube ich, bis auf zwei Produkte, keine brandneuen Produkte, sondern nur Produkte dabei, die jetzt für den amerikanischen Markt neu waren, weil man da teilweise neue oder doch, man musste neu entwickeln oder man musste bestehende Rezepturen anpassen,
damit sie dann den amerikanischen Gesetzgebungen entsprechen. Was ich gesehen habe, ist, Cochemy hat jetzt ein Scrub-Pad auch im Sortiment. Cochemy hat jetzt ein Trockentuch, was ein Hybridtuch ist, das heißt eine Mischung aus Twisted Pile und Plüschfaser. Die mag ich grundsätzlich sehr gerne. Dann hat Cochemy auch Pinsel, die einen gebogenen Kopf haben, wo man die Köpfe, glaube ich, auch austauschen kann. Das finde ich ein sehr spannendes Konzept. Dann wurde unter anderem auch das RS, das, ich glaube, es heißt Reactivating Shampoo, nochmal vorgestellt. Das ist ein saures, stark saures Autoshampoo, was fürs Freiwaschen von Keramikversiegelungen gemacht und gedacht ist. Dann wurde auch vor allem die S003 präsentiert. Das ist, ich glaube, eine Weiterentwicklung oder eine verstärkte Variante vom Protector Wax, die in eine keramische Reihe reingeht. Das heißt, eine starke Nassversiegelung. Dann eben noch die zwei Produkte, die ich glaube, jetzt wirklich zur SEMA hin präsentiert wurden. Einmal der GFX. Der GSF ist ja der normale Gentle Snow Foam, den ihr kennt, mit dem Kirschgeruch. Und jetzt kam eben der GFX, was der GSF in einer angeblichen Weihnachtsduftvariante ist. Wenn meine Nase nicht nach wie vor beleidigt wäre von Nachwirkungen von einer Corona-Infektion, dann würde ich mir den bestellen, weil ich glaube, das geht genau in meine Duftrichtung rein. So werde ich aber, glaube ich, darauf verzichten. Klar, GSF mit einem weihnachtlichen Duft, geil. Und dann noch Tire Glaze oder TG. Bei Cochemy gab es bisher keine ausgewiesene dedizierte Reifenpflege. Ja, man konnte den PS oder den PSS definitiv dafür verwenden. Funktioniert auch sehr gut, genauso wie das Nano Magic Plus Care. Jetzt hat man aber mit dem TG, der Tire Glaze, eine dedizierte Reifenpflege. Wo ich mal vermute, die ist wirklich für den amerikanischen Markt entwickelt worden, weil die soll eher so in Richtung von Glanz reingehen. Und dann jetzt neu, aber das ist jetzt wirklich auf den amerikanischen Markt bezogen, die blaue Consumer Line von Cochemy, also die Endanwender-Produkte sollen jetzt langsam auch dort eingeführt werden. Das waren die Neuigkeiten von Cochemy. Colorlock selber hatte, glaube ich, keine neuen Produkte dort. Dann, was für uns definitiv alle auch noch spannend ist, ist, was ich gesehen habe, IK wird ein paar neue Sprühflaschen und Pumpsprühe bringen. Insbesondere hatte IK ja bisher eine Flasche, die man auch auf den Kopf drehen konnte, also mit der 360-Grad-Sprühfunktion, aber nur die mit 0,5 Litern. Die hatte ich euch vor kurzem gezeigt, verlinke ich euch hier oben. Jetzt kommt neu auch eine 1-Liter-Variante von dieser Flasche und es kommt sogar, und das ist, glaube ich, einmalig, weil mir fällt kein anderer Pumpsprüher ein, der über eine 360-Grad-Funktion verfügt. Das heißt, ihr habt dann einen Behälter, den könnt ihr aufpumpen und den könnt ihr auf den Kopf drehen und trotzdem funktioniert der noch. Also er hat eine flexible Steigleiter drin. Das wiederum finde ich interessant, weil gerade wenn man im Bereich der Felgen oder der Rathäuser oder Türinnenseiten, Türscharniere und so weiter arbeitet, ist das schon eine praktische Funktionalität, dass diese Sprühflaschen auch auf dem Kopf funktionieren. Dann, das war schon ein paar Tage bevor die SEMA losgegangen ist, wurde das angekündigt und das hat große Wellen geschlagen. Rupes hat endlich, muss man sagen, neue Poliermaschinen präsentiert. Und zwar neue Varianten von der LHR-15 und der LHR-21, also die großhubigen Exzenter-Poliermaschinen. Und diese Neuigkeiten wurden aus meiner Sicht ein bisschen falsch verstanden, denn für viele war das eigentlich nur, dass Rupes jetzt auch Akkupoliermaschinen in diesem Bereich hat. Und ja, das sind Akkupoliermaschinen, aber es ist eigentlich mehr, denn streng genommen sind das die neuen LHR 15 und LHR 21, die die alten wahrscheinlich auf Dauer gesehen ablösen werden. Ja, die sind akkubetrieben, man kann sie aber auch mit einem Kabel betreiben. Sie sind leichter, sie sind leiser, sie sind trotzdem leistungsstärker. Sie verfügen über eine richtig coole blaue LED-Anzeige, die bestimmte Funktionen hat. Sie verfügen über einen sehr coolen, neuen, dünnen Stützteller. Also das sind schon mehr als einfach nur Akkuversionen von den bisherigen Poliermaschinen. Da wurde viel gemacht. Und sie sind noch brushless. Das heißt, das sind keine Bürstenmotoren mehr, wo man mit der Zeit die Bürsten austauschen muss, weil sich die aufbrauchen. Also da bin ich persönlich extrem gespannt auf diese Maschinen. Ich hoffe, dass wir euch die in Zukunft hier auf dem Kanal zeigen können. Auch wenn man jetzt schon sagen muss, die werden nicht günstig sein. Die werden im Bereich von 800, 900, manche munkeln sogar 1000 Euro liegen. Also sehr, sehr teure Maschinen, aber ich glaube auch coole Maschinen.
So, jetzt kommen wir in den Bereich und zu den Marken, die jetzt für uns dann vielleicht weniger spannend sind. Ein paar von denen gibt es teilweise noch in unserem Breitengraden. Wenn wir gerade bei den Poliermaschinen waren, dann reden wir über Lake Country. Die hatten ja diese Poliermaschine, die ich euch in dem Video gezeigt hatte, verlinke ich euch hier oben, die man ja von Rotation auf Exzenter auf verschiedene Hübe umstellen konnte. Das ist eine Maschine, die das kann. Das war die UDOS 51E, glaube ich. Und jetzt hat Lake Country die weiterentwickelte Variante präsentiert, die UDOS 31E. Viel mehr weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt gar noch nicht über diese Maschine, aber es ist immer noch eine, die man umstellen kann von Rotor auf Exzenter. Von dem her werden wir mal schauen, ob die dann massiv besser ist als das bisherige Modell. Flex hat, das, ich glaube, das ist wirklich für die wenigsten von euch relevant, ich finde es aber cool, Flex hat ein Aufbewahrungsboxen- und Wandhalterungssystem präsentiert. Und zwar sind das graue Boxen, die mit denen kann man alles, was man halt für die Aufbereitung braucht, transportieren und lagern. Das ist aber gleichzeitig ein Wandhalterungssystem, wo man so ein Brett hat, das man runterklappen kann, wenn man es nicht braucht. Wenn man es braucht, klappt man es hoch und dann stellt man diese Boxen da drauf und dann sind die dort aber auch fix festgemacht. Und diese Boxen lassen sich wieder aufeinander stapeln, sind dann nicht so lose, dass sie irgendwie auseinanderfallen würden, sondern sind eine Einheit. Schaut euch das gerne mal an. Das sieht wirklich nach einem spannenden System aus, gerade wenn ihr als Aufbereiter viel auch unterwegs seid. Dann könnt ihr euch das, glaube ich, definitiv mal anschauen. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. The Rack Company hat eine, lustigerweise, wir kennen ja die Mikrofaser Tuchbox von ADBL schon ein bisschen länger. Hatte ich euch, glaube ich, auch in dem Video gezeigt, habe ich. Falls es so ist, verlinke ich es euch hier oben, bin gerade unsicher. Und jetzt kommt The Rack Company ebenfalls mit einer Kartonbox, wo eine Rolle an Tüchern drin ist. Und das einzige Besondere ist, das sind, glaube ich, 80 Tücher und in einer 70-30, also einer qualitativ hochwertigen Mikrofasermischung für in den USA, glaube ich, $30, was sehr günstig ist, muss man sagen. Aber keine Weltneuheit, denn ADBL hatte schon sowas Ähnliches und nicht an der SEMA präsentiert, ein paar Tage oder so, vielleicht sogar ein paar Wochen davor. The Rack Company hat jetzt eine eigene Saugbecherpistole, also eine Art Tornador für vergleichsweise wenig Geld und die haben sie dort auch nochmal präsentiert. Dann, den Rest können wir schnell durchgehen, weil wie gesagt, das sind vor allem amerikanische Marken, die es bei uns nicht oder nur schwer erhältlich gibt. Buff & Shine hat neue Polierpads vorgestellt, aber ich glaube auch da keine Weltneuheit. 3D hat jetzt eine ganz neue Produktlinie, die nennt sich GLW. Das sind, glaube ich, vor allem keramische Produkte, also Shampoos, Sprühversiegelungen und so weiter und so fort. Stoner hat einen angeblich geruchslosen Flugrostentferner präsentiert, wo sie den Inhaltsstoff, der normalerweise diesen Farbumschlag erzeugt, aber der auch stinkt, durch einen anderen ersetzt haben, sodass der Farbumschlag jetzt von blau in orange ist und nicht mehr in lila und der dann auch vor allem nicht mehr so stinken soll. Wie das von der Performance her ist, das können wir uns wahrscheinlich nicht anschauen, weil Stoner ist wirklich schwer bis unmöglich hier in unseren Breitengraden zu besorgen. Wenn das wirklich so eine Innovation sein sollte, wie es dort verkauft wurde, dann wird sich das auch bei anderen Marken rumschlagen und rumsprechen, gehe ich davon aus. Dann zwei Keramikmarken, ja, kann man glaube ich als Keramikmarken bezeichnen, genauso wie Surfaces oder wie Nanolex oder wie CarPro oder Chia zum Beispiel. System X ist vor allem in Amerika sehr, sehr bekannt und etabliert. Die haben zwei neue Keramikversiegelungen vorgestellt. Eine davon eine Mattlack-Keramik und da haben sie gesagt, das ist eine Weltneuheit oder ein First of its Kind, also das erste seiner Art. Ehrlich? Ehrlich? Weil Nanolex, Gion, Dr. Beasleys und viele, viele andere, die haben doch seit Jahren schon eine Mattlack-Keramik. Also die Amerikaner halten es, glaube ich, ein bisschen locker teilweise mit den Werbeversprechen. Und IGL, ebenfalls eine Coating-Marke, hat ebenfalls neue Coatings präsentiert. Eine Einschicht-Keramik, weil sonst sind es, glaube ich, immer mehr Komponentensysteme. Und sie haben eine, ja, keine Keramik, sondern mehr eine Beschichtung. Mehr muss man sich das wie einen Lack vorstellen. Als Ersatz für klassische Hohlraumversiegelungen oder Unterbodenversiegelungen,
die bis zu 60 Jahre halten soll. Das muss man sich wirklich eher wie einen Lack vorstellen. Ich glaube, da geht es mehr darum, dass das Produkt eben diese klassischen, fettigen, ölbasierten Produkte ersetzen soll. Dann, letztes, was ich mir noch rausgesucht habe, was ich gesehen habe, P&S, unter anderem bekannt durch den Beatmaker, bringt Inspiration Radiance heraus. Was sie sagen, ist ein Shampoo, was dafür gemacht sein soll, Keramikversiegelungen zu waschen. Ist aber pH-neutral. Was ich spannend finde, weil ja, pH-neutrale Autoshampoos, die Keramikversiegelungen pflegen oder freiwaschen sollen, stelle ich mir schwierig vor. Aber wurde präsentiert und das sind alle Neuigkeiten, die ich jetzt im Rahmen der SEMA gesehen hatte. Schreibt mal in die Kommentare unter diesem Video, was davon für euch am spannendsten klingt, weil abschließende Worte. Und das ist jetzt leider eine Beobachtung, die machen wir halt schon länger. Wirklich krasse Innovationen sehen wir immer selten in der Autopflegeszene. Man hatte mal noch die Hoffnung, dass es Graphen ist oder sein könnte. Ich glaube, das hat sich mittlerweile komplett erledigt. Und Marken, die jetzt noch mit Graphenprodukten rauskommen, ich glaube, die haben den Schuss noch nicht gehört. Also Graphen war es nicht, das nächste große Ding. Und was wir im Moment sehen, sind auf kleiner Ebene, also in ganz kleinen Bereichen, gibt es Marken, die sind innovativ unterwegs. Labo Cosmetica ist für mich so eine Marke, die, das sind jetzt vielleicht keine Weltinnovationen, aber sie entwickeln Chemikalien auf eine andere Art und Weise oder geben uns Produkte in die Hand, die anders gedacht sind und die innerhalb von einem System extrem gut funktionieren. Stichwort 3-pH-System für die Außenwäsche, 2-pH-System für die Innenreinigung. Also Labo Cosmetica ist für mich eine Marke, die ist spannend zu beobachten und die werden wir uns auf diesem Kanal in Zukunft definitiv auch mehr und sehr intensiv anschauen. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Aber wenn wir uns alle anderen Sachen anschauen, Chion mit neuen Flaschen, Sonax mit einer PPF-Reihe, gab es und gibt es schon von Chion und von anderen Marken. CarPro mit einem Lederset, Kochemie mit einer Reifenpflege, Rupes mit zwar extrem geil und spannend aussehenden Maschinen, aber, wenn wir ehrlich sind, längst überfällig. Wie gesagt, bis auf diesen angeblich geruchslosen Flugrostentferner von Stoner sehe ich da jetzt wenig Innovationen. Also ganz gravierend finde ich es bei Meguiar's. Das ist wirklich eine Marke, wo ich, wenn ich in Aktien investieren würde, was ich nicht tue, würde ich nicht in Meguiar's investieren, ganz ehrlich. Weil grundsätzlich ist Meguiar's eine Marke, wo ich finde, die geben uns immer sehr sichere, zuverlässige Produkte an die Hand. Die aber, das Sortiment ist viel zu umfangreich und die haben so viele Trends verschlafen und kündigen immer wieder Produkte an, die sie dann nicht bringen. Und schwierig. Also deswegen, die SEMA, oder sagen wir mal, dass der Zeitpunkt klassischerweise im Jahr Anfang November, wo normalerweise viele Neuigkeiten präsentiert werden und der eigentlich für uns Autopflegefans spannend sein sollte, der ist es nicht. Muss man ganz klar so sagen. Also ich sehe schon, ich sehe Marken, die sich weiterentwickeln und konstant weiterentwickeln und da gehört Sonax und Gion und CarPro und Labo Cosmetica beispielsweise definitiv dazu. Auch Kochemie finde ich, wir hatten ja mal einen Marken-Real Talk gemacht zu Kochemie, verlinke ich euch hier oben. Da waren wir ein bisschen kritisch, aber man muss Kochemie zugutehalten, dass sie nicht, sie bleiben zumindest nicht stehen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein Trockentuch, ein Scrubpad und Pinsel, ob das eine Innovation ist. Nein. Ich glaube, da wird mir jeder recht geben, nein, das ist keine Innovation. Aber Kochemie bleibt wenigstens nicht stehen und sie entwickeln sich weiter. Und auch dieses saure Shampoo, das RS, ist jetzt keine Weltneuheit, da waren andere Marken schneller, aber Kochemie reagiert wenigstens. Und sie reagieren auch nicht extrem langsam oder so langsam wie beispielsweise Meguiar's. Deswegen, bei Kochemie sehe ich wenigstens auch eine Marke, die sich weiterentwickelt. Aber wie gesagt, Neuheiten, Innovationsfeuerwerk, nein. Und das ist ein bisschen schade,
Vielleicht müssen wir uns aber auch daran gewöhnen, dass wir einfach jetzt mittlerweile die Grenzen der Chemie und der Physik erreicht haben, wo man sagen muss, ja, das nächste große Ding wird vielleicht nicht aus der Autopflegeszene, sondern eher aus der Automobilbranche kommen, dass es irgendwann wirklich kratzfeste oder selbstheilende Lacke gibt oder dass man Autos mit Lackschutzfolie bereits ab Werk kaufen kann. Ich glaube eher, dass die Innovationen aus dem Bereich kommen werden und nicht mehr unbedingt aus dem Bereich der Autopflege. Aber ja, das war mein kurzer Einblick in die Neuigkeiten, die an der SIMA präsentiert wurden. Wenn es für euch interessant, spannend, aufschlussreich und hilfreich war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! We'll be right back.